Hallo, ihr Lieben. Hola, schönen Sonntag. Genau, wir sind heute, treffen uns mit Freunden. Wir sind heute gerade in Cala Ratjada und haben die Chance genutzt, euch einfach mal ein paar Bilder hier mitzubringen, mal zu schauen, wie es hier im Februar aussieht. Ja, genau. Und wir haben Glück. Ab morgen soll es nämlich wieder bewölkt sein. Und heute guckt mal schön. Es ist sogar noch schöner hier wie bei uns in Palma. Mehr Sonne und gleich ein bisschen mehr Genau, Wärme. nicht wundern, dass Sandra so groß ist. Sie hat heute ihre Stöckelschuhe an. Ja. Und jetzt bringen wir euch ein paar Bilder mit. Und für alle, die neu dabei sind, die jetzt das Video das erste Mal sehen und noch nicht unseren Kanal abonniert haben, klickt doch unten die Glocke. Dann kriegt ihr immer Infos, wenn ein neues Video kommt. Und vor allem abonniert uns. Unser nächstes Ziel sind dann, die 500 Abonnenten voll Yes, zu yes, machen. yes, 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 Also yes, Abo drücken. Und jetzt gibt es yes. ein paar Bilder aus Cala Ratjada. Bis dann. Uiuiui. Ja, liegt wieder so ein Verkauf. Rechts auch schon wieder einladen, zwei Ja gut, Läden der hier ist zu zu. vermieten. Ja, Ja, aber vermieten und Liquid ja, Service gut, für mich ist Liquidation ist halt das. einfach Schlussverkauf. Ja, Das kann genau. natürlich auch Die sein, können wir dass die wieder einfach wieder aufmachen. aufmachen. Genau, jetzt sind wir natürlich absolut Hier in der links ist das berühmte Gebäude, das Nebensaison. seit wie vielen Jahrzehnten angefangen wurde zu bauen und nichts mehr passiert. Da weiß auch keiner genau, was passiert. Und hier denke ich, wann machen die Geschäfte denn meist hier so auf? So im März, oder? Ja, meistens so, je nachdem, wie es hängt ein bisschen, glaube ich, immer davon ab, wie Ostern fällt. Wenn Ostern früher oder später ist, aber normalerweise, ich denke mal, zu Ostern hin, März, wahrscheinlich sogar eher ab April. Also Ja, hier kann ist jetzt sein. wirklich im Februar fast eine Geisterstadt. Es ist nichts los, es hat in der Kala, also wir sind jetzt in der Gujastraße. Kalaguya-Straße, Ja. hat auch alles zu. Aber es ist halt auf Mallorca ja eigentlich auch vor Corona schon so gewesen. Es ist Nebensaison. Es ist Ja, und Nebensaison. eigentlich fangen sie alle wieder an zu renovieren, machen, tun. Das sieht man da hinten rechts zum Beispiel ganz, ganz, Ja. ganz toll. Ja, da hast du die Europaletten stehen, weil es passiert einfach jetzt ein bisschen Umbau, Renovierung und so weiter. Aber es ist schon für uns immer wieder, wir sind ja eher die zwischenzeitlich. Wir waren ja früher auch hier an der Ostküste, vor Jahren, wo wir hier angefangen haben, in Cala Mayor, Sacoma. Aber jetzt sind wir ja doch irgendwie Großstadtkinder und sind immer in Palma. Hier der Laden wird zum Beispiel komplett renoviert. Genau, das, was ich sagte, ne? Da passiert ein bisschen Und was. sind jetzt hier immer in Palma eigentlich. Und es ist auch für uns immer wieder faszinierend, wenn man doch mal rausfährt, wie saisonabhängig viele Orte sind, wo halt wirklich dann in der Nebensaison einfach überhaupt nichts ist. Da ist auch wieder ein Laden zu vermieten. Hier geht es auch immer ab. Der Laden scheint auch komplett leer zu sein. Ja. Der scheint wieder Er aufzumachen. macht wieder auf, ja. Hier war mal unsere Freundin Tattoo Andi mit seinem Tattoo-Studio. Ja, genau. Der ist jetzt, ich weiß gar nicht wohin, ob der ist irgendwo auch in Er hat eine neue Cala Location Ratjada. Hat eine gefunden, neue glaube ich. Ja, Location oder? genau. Auf jeden Fall tätowiert er noch in Cala Ratjada. Ich weiß jetzt nicht Ja. gerade wo genau. Ja. Jetzt gerade auf dem Rückweg zum Hafen haben wir gesehen, haben wir vorgesagt, da drüben war Andi. Und wir haben gesagt, er hat irgendwo sein neues Studio. Und jetzt sind wir gerade einmal hier umgedreht. Und wer steht Das hier? wird. Andi. Und richtet sein neues Studio. Gibt's doch gar nicht. Ja. Das war nicht Das geplant. war nicht geplant. Also genau gegenüber, wo er bisher war, wenn ihr dann Ja, hierher wollt schräg und ein gegenüber. Gegenüber vom schönes Spa. Tattoo wollt, schräg gegenüber, Und die Sonne habt ihr. dann steht er Herrlich. Die kommt ja, geht ja ab wirklich dieses dann Jahr euch so. hier Wie schön. bereit. Ja, Hier verschenken. war mal Passiert hier. vor zig Warte Jahren dein mal. Arbeitgeber drin. Da hast du Ui. mal T-Shirts gedruckt. Vor 30 Jahren, Na, na, 35, so lange kann es auch noch nicht her sein. 40 Wir sind ja Jahre, erst 24 50 Jahre auf Jahre. der Insel. Nein, vor 20 Jahren oder so. Aber schon sehr, sehr lange. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also muss Ja. man sagen, es war ein schöner Touristenjob nebenher. Und damals waren die Zeiten auch noch anders. Aber das wollte ich eben noch gerade sagen. Cala Ratjada hat sich nicht viel verändert. Cala Ratjada hat sich nicht viel verändert. Es ist nicht, gut, ja, klar, Palma ist die Hauptstadt Mallorcas, da tut sich sehr, sehr, sehr viel. Wobei, Hier aber nicht. ja, Ja, aber was sich verändert nichts. hat, ist, es ist sehr viel zu vermieten. Ja. Also normalerweise, wenn du die Kalaguya-Straße hochläufst, jetzt zu der Zeit im Februar, dann ist eigentlich nicht so, war eigentlich nicht so viel zu vermieten. Also aktuell ist sehr viel zu vermieten, Jagos. Ja gut, ja klar. Ich kann ehrlich sagen, Jagos ist zu, dies ist zu, klar, im Moment ist alles zu. Die Genau. ganze Kalaguya-Straße ist zu. Nein, du hast recht, es hat sich nicht so viel verändert. Scheint Außer hier in der ersten kein Geld Reihe, zu wo wir sein. nachher hingehen. Ja, genau, Vorne das am ist ja Hafen, dann. da ist schön, da passiert immer was, aber gerade die Kalaguya-Straße. Ja. Hier war, glaube ich, auf dem rechten
Wo war der Weihnachtsmarkt, wo der Miguel war? Ich glaube hier. Ich glaube, der war hier auf dem Platz, glaube ich. Ne, genau. Miguel? Oder war er auf dem Pinen? Gut, warst du nicht hier? Doch, ich glaube, der war hier. Ich glaube, der war hier. Oder war der auf dem Pinenplatz vorne? Nee, der war hier. Das weiß ich noch. Also auf jeden Fall Kalaguya-Straße, wo dieser kleine Weihnachtsmarkt war. Dann war er bestimmt hier. Wo Miguel sein Sangria ausgeschenkt hat. Aber es ist natürlich... Ja. Ein kleiner Flohmarkt ist das. Ja, aber es ist natürlich auch überall so in vielen Orten, dass wenn man im Winter läuft auf Mallorca, einfach irgendwann im November alles zugeklebt wird, dann eigentlich auch nichts mehr passiert, bis dann irgendwann im Februar, März wieder einfach angefangen wird aufzuräumen, zu putzen, langsam wieder aufzumachen und die Zeit zwischendrin wird halt einfach nichts gemacht. Und dann sehen die Straßen und die Orte auch immer plötzlich sofort ganz anders aus. Vergammelt einfach. Ja, dann sehen sie vergammelt aus und sobald wieder aufgemacht wird und alles wieder gerichtet ist, ab März, April, dann sieht es sofort wieder ganz anders aus mit einer ganz anderen Stimmung. Ja, hier wird die Straße gerichtet. Da drüben ist der nächste Platz, nächste Laden zu vermieten. Stimmt, die Straße ist komplett neu gemacht. Die ist komplett neu. Die Straße hier ist komplett neu gemacht. Aber sonst so, ne, von den ganzen Lädchen und Wohnungen und so weiter, da wird nichts gemacht. Nichts. Oder wurde nichts gemacht. Ich muss gerade meine Schuhe angucken. Meine Frau meint, ich klagge. Das sind aber keine Steine drin. Nein, das sind nur irgendwelche Piniennadeln, auf denen wir hier laufen. So. Guck mal, hier rechts, wie das aussieht. Guck dir das mal an hier. Ja. SOS Mallorca, nix SOS Mallorca. Und dann kommt die Zeit, wo aufgeräumt wird. Und dann ist es wieder ganz anders. Wobei, das hier ist jetzt nicht so wie so ein ganz einfacher, so ein Bazar. So, wir haben alles, was du brauchst. Oh, da ist ein Riesenladen zu vermieten. Das ist groß. Der hat auch alles angeboten. Ja. Adidas, Oxbow, Reebok, Chiemsee. Aber hier, guck, da haben sie die Straße wenigstens wirklich schön gemacht. Ja, die Straße ist schön gemacht. Neu geteert, Parkplätze. Auch die Bäume hier sind alle neu. Also auch der Trott war und die Bäume sind neu gemacht. Ja. Also sie verschönern doch schon einiges. Also wenn man dann wieder reinschaut irgendwie, dann sieht man doch, dass einiges passiert. Jetzt müssen nur noch die Geschäftsbesitzer auch noch anfangen, links und rechts ihre Läden etwas schöner zu machen. Dann passt das auch wieder. Aber die haben die komplette Straße geteert. Meinst du, der Meckel hat auf? Oder wie heißt er nochmal? Nicht Meckel? Doch, ne? Ja, so ähnlich irgendwie. Ich glaube nicht. Da hinten drin ist ein deutscher Imbiss. Der eigentlich sehr. Ah, war doch richtig. Meckel Grill, siehst du? Ne, der hat aber das auch zu. Klar, der Gute ist auch gar niemand da. Aber wer mal hier in Kalaguya Straße ist, Kalaradiada, und wirklich mal eine gute Currywurst oder Pommes essen möchte, hier hinten, also ein Stück links ab neben Eurocar, da ist Meckel Grill. Hat wirklich tolle Hausmannskost. Tolle Hausmannskost, wenn man ganz, möchte. Ganz, ganz toll. Da waren wir letztes Jahr auch ein, zwei Mal und war immer gut. Auch tolle Frikadellen mal gehabt. Genau. Und also gute, bodenständige Kost. Genau. Kann es sein, dass der Weg neu ist auch? Ja, ja, der Weg ist neu gebaut. Das ist ähnlich wie bei Miguel auf der Bodega, ne? So ein Betonmisch. Der Weg ist neu gebaut, die Straße ist neu gemacht. In dem Zusammenhang sind die Bäume hier gepflanzt worden, die noch ein bisschen brauchen. Nein, das ist komplett neu. Das ist auch noch die Kalaguya-Straße, ne? Das ist auch noch die Kalaguya-Straße. Ja, weil ganz hier hinten, ganz da, ganz da hinten, da kommt ja dann auch die Kalaguya. Genau, dauert noch ein bisschen. Da laufen wir uns heute wahrscheinlich nicht komplett hin, obwohl es ist gar nicht mehr so weit. Nee. Wir wollen euch. Aber schön zum Parken, alles noch kostenlose Parkplätze. Ja, ja. Also hier haben sie es ganz, ganz schlau gemacht. Im Gegensatz zu Palma, wo es praktisch in der Stadt keine kostenlosen Parkplätze mehr gibt. Wo wir immer ein Problem haben, dass wir ewig weit rausfahren müssen, bis wir parken dürfen. Das wird auch noch extremer, was du heute gesagt hast. Wenn sie anfangen, Paseo Mallorca verkehrsberuhigt zu machen, dann werden wir es echt sehen, ne? Ja. Was da passiert.
Da ist der Sommer letzten Jahres noch nicht vorbei. Nee. Wirklich da ist alles stehen gelassen. Stehen gelassen. Bis wir dann wieder aufmachen. Zu. Na gut, jetzt kommt euch auch noch das Problem dazu. Die Rentercars. Dass wir gar nicht wissen. Guckt euch mal die Rentercars hier an. Wer fährt denn mit so einem Auto? Ich hoffe mal, dass die Autos beim Sven, ich bin mir sicher, dass die Autos beim Sven etwas sauberer sind als die Rentercars hier. Aber das sieht man halt auch, dass man halt jetzt die letzten Jahre gar nicht sagen kann. Das kann euch auch, das ist wahrscheinlich, die haben seit 2 Jahren nicht mehr aufgehabt. Genau so sieht es aus. Ja, und so das ist nämlich dann auch so eine Geschichte. Ja. Dass das, was ich vorher sagte, ja normalerweise eben November zugemacht wird und dann im Februar wieder angefangen wird aufzuräumen. Jetzt haben halt manche im November 2019 zugemacht. Ja. Und machen jetzt irgendwann erstmal wieder auf. Das ist auch komplett, also wir kennen das gar nicht hier. Das kenne ich gar nicht, ich weiß auch nicht, ob das richtig neu ist. Richtig schön groß. Ist innen abgeklebt. Ich glaube, das sieht relativ neu aus. Ich glaube, das ist neu. Aber es ist auch schon ein bisschen. Ja, aber auf jeden Fall auch alles im Moment weg. Aber wie gesagt, momentan weiß man auch gar nicht, was eben schon über 2 Jahre jetzt zu hat. Also manches sieht auch, ja klar, auch manche Hotels seit 2 Jahren zu. Hier haben wir damals für die T-Shirts gedruckt, für den Königgarten. Der ist auch immer, denke ich mal, richtig bumsvoll, ja, wenn die Saison da ist. Ja, wenn die Saison wieder startet, ist der immer voll. Ja. Ja, wir machen mal kurz einen Schwenk rüber zum Königgarten. Wohlbemerkt zum leeren Königgarten. Aber hier wurde die ganze Straße, ja, komplett rund, denke ich mal, bis runter, wo die ganzen Hotels sind, komplett gemacht. Ja, ja. Ja, und der Gehweg. Und der Gehweg, ja. Das ist wirklich gut. Da kann die Mutti mit ihrem Kinderwagen auch mal hier gut durch. Hier sieht zum Beispiel so aus, als ob im Gaucho ab und zu mal jemand kommt und zwischendrin wieder ein bisschen, ja, aufräumt. Ja, sieht auch relativ sauber aus. Oder schon angefangen wurde für die Saison, mhm, aufzuräumen. Kann natürlich auch sein. Ah ja, das ist auch schon ein Hotel hier rechts. Ja. Hier fangen jetzt die Hotels an. Da fangen die Hotels an. Ganz da hinten, ja, sind nur noch Hotels. Anlagen, und dahinter, oder? Ist dann die... So ein Traumblick hier rechts. Kalaguya. Ja. Ja, natürlich ein Traumblick. Wenn du da im Sommer... Da laufen wir doch einfach kurz rein ist, und zeigen, ja, euch noch kurz das Meer. Dann laufen wir nicht bis zur Kalaguya, dann laufen wir bis hier hinten toll rein. Das ist ja auch noch was. Wobei ihr seht nachher sowieso noch was vom Meer, weil danach... Kommen natürlich noch ein paar Bilder aus dem Hafen. Ja, guck mal, das ist doch eigentlich schön. Kalaradjada. Wenn ihr hier im Sommer seid, habt ihr relative Ruhe. Ja. Weil das ist eine Seitenstraße. Und direkt da hinten ins Meer. Und hier passiert abends nicht viel. Außer jetzt hier in dem Restaurant, wenn das ja ein Gastro ist. Ja. Ja gut, aber ich sag mal, die Leute, die nach Kalaradjada kommen, die wollen das ja. Die sind ja auch gerne nahe an der Gastro. Ja. Der, wo Ruhe sucht, der geht da eh woanders hin. Genau. Ja. Oh, herrlich. Wenn der Wind weg ist. Wow. Das ist auch typisch für Mallorca. Es wird so Kalkfarbe angerührt im Winter. Und dann werden einfach die Fenster damit zugemalt. Ist dann eine ziemliche Sauerei, im nächsten Sommer wieder wegzumachen. Aber irgendwie ist das hier so die übliche Geschichte. Efeu ist das. Geschäft. Ist aber schön bewachsen mit es Efeu. Sieht schön aus, optisch, ja, aber. Toll bewachsen mit Efeu. Ein Killer für die Farbe. Ja, wegmachen würde ich es nicht wollen. Von wegen, lass uns mal das Efeu entfernen und neu bemalen. Eieiei. Aber es ist wahnsinnig, wie das eingewachsen ist. Für die Touristen natürlich schön, die da unten im Balkon sitzen, haben eine grüne Wand vor, ja, über sich. Ne? Habe ich ja noch nie gesehen, zum Beispiel rechts komplett hoch. Ja. Hast du noch gebaut, ja, wenn man auch in die Straße noch nie reingelaufen ist, wann läuft man mal in die Straße rein? Yeah. Im Winter, wenn man mal hier durchläuft und, yeah, wieder macht. Sonst ist es eine Sackgasse, in die man eigentlich nicht reinläuft. Genau. Ja. Das ist natürlich auch schön, hast du die Appartementos auch direkt Sanfora, hier. Apartment Sanfora, die sind direkt hinten raus mit Meerblick. Da kannst du schon mal ein bisschen
Meerblick erhaschen. Ah, ja. Da siehst du Meere und Diving von Ach, hier. Ach, das ist ja genau, ja, richtig. Genau. Ja, jetzt wissen wir auch wieder, wo wir sind. Genau. Kommst du jetzt auch zum da kommt Meero man bei ran, der ne? Tauchschule Meero richtig. Raus, richtig. Genau. Da unten. Toller Blick von hier. Ja. Da war noch der Olli, dein Freund, mal in dem richtig. Hotel da. Genau. Wo der Pool da oben genau, ist. Genau, ne? Richtig. Und hier ein unten Traumwasser. Im Hintergrund seht ihr die blauen Türen. Da ist dann schön im Sommer eine Kneipe drin, direkt am Wasser. Und daneben ist eine Tauchschule, in der ich auch früher getaucht bin. Ja, und das Wasser ist ein Traum. Genau. Wow, wahnsinnig klar das Wasser. Wow, Wahnsinn. Ja. Schade, dass das Café noch nicht auf hat, ja. Neben Meero Diving. Damals vom Klaus. Damals vom Klaus, richtig. War toll. Und da unten drin liegt auch irgendwo ein ganz alter VW Käfer von Jaime von Meero, den es mal beim Unwetter weggespült hat, den man betauchen konnte. Aber das war auch schon wieder... Hier oder irgendwo? Naja, hier, den hat es hier unten, Moment. Um war das euch was zeigen. Unwetter? Das war ein Unwetter, genau. Da stand er hier oben praktisch auf der Plattform. Ja. Also auf der Plattform da oben stand der Käfer und dann kamen Unwetter rein und Wellen rein und haben den praktisch ins Meer gespült. Ei, ei, ei. Und den hat dann auch Meero hier jahrelang betaucht. Aha. Dann konnte man dann irgendwie hier draußen irgendwo, hier irgendwo muss der dann ungefähr gewesen sein. Und sind Schnorcheln. Und konnte sehen, schnorcheln oder auch tauchen. Ich weiß aber gar nicht, ob da natürlich überhaupt noch Reste von dem zu sehen sind. Weil den muss das, glaube ich, schon vor, den hat schon bevor wir nach Mallorca kamen, hier reingespült. Und guck mal. Das ist schon lang her. Da kannst du nicht natürlich leider direkt ins Wasser. Ja. Als Tourist. Ja, genau. Hast du da also wenn Trink man da im Sommer was? Beim Kaffee sitzt, bestimmt ganz, ganz kann man toll. Direkt hier ja, schön. Auch baden gehen, schnorcheln gehen. Also es ist eine schöne Bucht hier. Ist auch schön, eine Bucht, wo traumhaft. Wir auch immer gern gesessen sind. Ja, traumhafte Bucht. Wollen wir rechts mal weiter? Ja, wir können dann auch hier rechts Treppen zurücklaufen, hoch. Die Treppen hoch. Dass wir einen anderen Weg sind haben. Sind wir auch noch nie gelaufen. Ja. Ein Traum, das Wasser. Ja, wahnsinnig, wie klar das Wasser ist. Ja. Das ist irre. Wirklich, wirklich schön. Ganz toll. Da kriegst du schon Lust, wieder reinzusteigen. Ja. Wenn es nicht so kalt wäre. Ja, ja. Ja, und das ist wirklich mal im Februar hier einfach mal auch wieder schön. Deshalb nutzen wir die Zeit aus. Wir treffen uns, wie gesagt, gleich noch mit Freunden. Mal einen Sonntag für uns genießen. Gehen wir hier mal die Treppen hoch, oder? Ja. Gucken, wo wir rauskommen. Genau. Hier kann man ein schönes Training machen. Rocky Balboa. Yes! Dabei brauchst du doch gerade gar kein Training mehr. Du hast doch gerade 400... Stimmt. Gewürze verpackt und 400 Mal in die Knie gegangen, um die Gewürze zu bekleben und aufzuheben. Also das war ein Training. Brauchst du keinen Sport mehr. Doch. Immer weiter, weiter. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wer jetzt hier gerade dabei ist, wer uns noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Wir freuen uns. Wir haben als nächstes Ziel, 500 Abonnenten voll zu machen. Ja. Ja. Die hat ein tolles Plätzchen sitzt gefunden. Ganz eng. Aber ganz schmales Plätzchen, das sie da hat. Ja, wahrscheinlich gibt hier die Touristen im Sommer ein bisschen was zu fressen. Ganz schmales Plätzchen, aber da ist es sicher. Hier. Da fühlst du sich wohl. Wir kommen jetzt gleich wieder runter an die Kalaguya-Straße, wo wir ja vorher schon hochgelaufen sind. Und wir werden euch jetzt gleich noch ein paar andere Bilder zeigen. Ich habe es vorher schon gesagt, vom Hafen, von der anderen Straße in Kalaradiada. Und ich denke mal, da wird dann auch ein bisschen was los sein. Ja. Weil Noahs und Mamas Pizza, nee, Mamas Pasta, Pizza glaube ich zu. Pasta, glaube ich. Werden wir gleich sehen. Wir werden es gleich sehen, wenn wir unten sind, was auf hat. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir hier wieder zum Anfang der Kalaguya-Straße. Wir gehen jetzt Richtung Hafen.
werden wir uns da jetzt gleich mit unseren Freunden treffen. Und ja, oh, hier wird es wieder windig. Ja. Ah, guck mal, der große Sandglasladen ist auch raus. Der Bierbrunnen. Leer. Also Andi hat gerade auch gesagt, so 1. April werden die meisten hier wieder aufmachen in Kalaradia, so wie wir es vorher schon vermutet haben. Dann wird die Saison im April wieder langsam stoppen. Ja. Ostern, wollen wir hier hoch? Ne, wir laufen geradeaus, wenn wir können. Hier die Straße, aber guck mal, in der ist eigentlich auch alles zu. Die Hauptchaussee muss die Eleonor Severa sein. Ja, das ist die Eleonor Severa. Oder? Da oben steht es nämlich dran. Hey, weiß ich noch, nach so vielen Jahren. Da oben steht es dran. Super. Die laufen uns aber gerade nicht rein, wir laufen direkt an den Hafen, weil in der Straße ist im Prinzip bis auf Burger King, haben wir beim Reinfahren schon gesehen, eigentlich auch alles zu. Friseur gibt es auch noch, die Kerstin. Und ich sag mal, hier am Hafen, ja, auch schon seit Jahrzehnten da. Und hier am Hafen ist einfach, da ist dann auch auf und ein bisschen was los. Also wer jetzt nach Kalaradia da kommt im Februar, sieht man schon, sollte sich hier vorne bewegen, am Hafen. Ja, ja, hier da sieht ist so ein man, bisschen das Leben. Ja, hier ist auch fast alles auf. Ja, oder vieles auf. Ja, also hier ist jetzt gerade was zu, aber im Prinzip ist hier, hier ist eigentlich immer Leben. Erste Linie hast du eigentlich überall weltweit immer. Action und Leben. Schönen Blick auf die Gemälde von Gustavo. War das nicht da vom Unwetter, dass auch schon viel kaputt gegangen ist? Ja, da hinten steht auch ein Bagger, der wurde repariert und irgendwo, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo es gibt, aber ein Video im Internet. Ja. Irgendwo ist bei einem Unwetter da hinten, vielleicht da, wo die Steine liegen oder da, wo der Bagger steht. Ich glaube, da, wo der Bagger steht. Ja, guck, da oben sieht man es doch. Ja, ganz oben sieht man es, dass hier oben die Steine oben neu sind, während sie hier rechts alt sind. Also oben ist neu aufgebaut worden. Ja. Da war mal ein starkes Unwetter mit Wellengang und da wurde ein Teil der Kiemauer, der Schutzmauer da hinten, weggebrochen und die Wellen kamen rein in den Hafen, aber das ist wieder alles aufgebaut. Ja. Wann war das mit dem Unwetter? 4 Jahre her? Müsste man auch sein? Mal. Ja. Oh, also auf jeden Fall, genau, bestimmt 4, 5 Jahre her. Ja. Müsste man aber noch mal im Internet nachschauen, wann es genau war. Aber es war ja bestimmt 4, 5 Jahre her. Genau. Ach, das ist das hier vorne, wo es, glaube ich, auch noch immer wieder Diskussionen gibt. Genau, hier ist auch einiges ja beim Unwetter mal kaputt gegangen, vor nicht so langer Zeit. Mhm. Und hier wird die komplette Meerespromenade irgendwie gerichtet, renoviert. Dadurch ist die ganze Meerespromenade hier wesentlich schmaler, als sie normalerweise ist. Nimmt natürlich unheimlich viel Weg mit jetzt. Ach übrigens, wir haben gerade noch im Auto einen Sangria geholt. Schaut mal, das ist der neue Sangria von 7103, die Premium-Sangria. Genau. Die müssen wir zu unseren Freunden mitbringen. Also genau. Wenn ihr mal Lust habt auf eine richtige Premium-Sangria. Richtig gute Sangria. Ohne zugefügten Zucker. Naturell, nur mit frischem Obst, Gemüse, sage ich schon. Genau. Mit frischem Obst. Ah ja, ja, das sieht aber noch nicht so aus, ob das in den nächsten Monaten alles fertig ist. Nee. Hier. Ja. Das sieht aber noch nicht so aus, als ob das fertig ist. Nee. Ja, da ist genau, das ist das, wo es kaputt ging. Und jetzt müssen wir hier einmal, glaube ich, komplett außen rumlaufen. Weil hier ist die komplette Straße gesperrt. Naja, da ist richtig was kaputt gegangen. Und die Reparatur wird wohl noch ein bisschen brauchen. Also ich glaube nicht, dass das am 1. April erledigt ist. Also müssen wir einmal Umweg gehen. Ja. Wir gehen nämlich jetzt ins Café Noahs. Da waren wir ja auch schon bestimmt Jahre nicht mehr, ja, oder? Also 2 Jahre mal Minimum. Richtig, schätze ich auch.
Und davor schätze ich mal, dass wir jedes Jahr zweimal waren. Ja, immer schon hier sind, immer Wochenende und dann mal Freunde besuchen und Freunde treffen. Also ich schätze mal, dass wir bis auf die letzten zwei Jahre bestimmt jedes Jahr ein oder zweimal da waren. Ja, schätze ich auch. Und dann sind wir ja eigentlich auch immer im Café Noahs. Ja, genau. Wenn man halt schön sitzt, direkt am Meer. Ja. Und es halt auch immer auf hat. Ja, genau. Das Café Noahs hat halt immer ganzjährig geöffnet. Ja, das ist aber echt blöd für die Gastronomen hier. Die hier direkt vor der Nase die Mega-Baustelle haben. Da kommst du gar nicht durch. Da kommst du jetzt gar nicht durch. Da musst du jetzt einmal komplett außen rumlaufen. Da passt aber durchgehen. Und dann da hinten eine Straße wieder runter. Aufpassen. Die Baustelle nimmt kein Ende. Das natürlich. Nicht schön für die Gastronomen davon in der ersten Linie. Also ich schätze, das dauert noch mindestens einen Monat. Und jetzt haben wir Mitte Februar. Also kann sie schon bis zum 1. April erledigt haben. Ich glaube nicht, dass sie das hinbekommen. Nein? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Da hinten waren noch so viele mit Stahlträgern, die freilagen und so weiter. Ich glaube nicht. Mal gut, die kriegen es bestimmt bis zum 1. April hin, dass sie irgendwie dass die Leute vorbeilaufen können. Ja. Dass sie also die Umleitung irgendwie, dass sie es einfach schmäler machen, wenn man laufen kann. Aber komplett gerichtet bis 1. April, glaube ich nicht. Wir werden es sehen. Ah, hier kannst du jetzt nach links zum Nord. Genau. Haben sie den Weg da neu, Schild neu gesetzt. Anfang April werden wir es wissen, ob sie es geschafft haben. Ja gut, ist klar, wenn sie jetzt hier den Umgang haben, den Umweg haben, müssen wir hier runter. Ah ja, hier geht es direkt ins Café Noahs. Da kommt man von vorne gar nicht mehr hin. Ja. Und eigentlich würden wir jetzt ganz gerne mit euch noch hier unten, aber wir haben es echt vergessen, wir haben es immer wieder gelesen, aber echt nicht dran gedacht. Wir würden jetzt eigentlich ganz gerne euch die Bilder zeigen von der Strandpromenade, wo man an den ganzen Restaurants Noahs vorbeiläuft und Pasta Pasta und Mamas Pizza und ja, alles Mögliche, aber wir haben gar nicht dran gedacht, dass hier noch alles gesperrt ist. Die ganze Strandpromenade von Cala Radiata ist zu. Also man kann hier überall gar nicht entlang laufen. Es ist alles hier aufgerissen, gemacht und man kann leider gar nicht, noch nicht hier entlang gehen. Ja gut, man könnte schon, aber man soll eigentlich nicht. Also eigentlich ist ja alles Baustelle. Naja, dann hoffen wir mal für Cala Radiata ganz stark, dass das bis April, bis in Cala Radiata Saison beginnt, hier alles wieder gerichtet ist. Ich glaube, wir haben jetzt überlegt, wir laufen doch einfach mal hier an der aufgerissenen Strandpromenade entlang, um euch doch noch ein paar Bilder von hier mitzubringen. Ich glaube, hier irgendwie sollte man entlang laufen dürfen. Ganz schön windig heute hier. Ja, nochmal zum Abend hin. Kurz hier Richtung Sonmol. Guckt ihr mal an, was jetzt aus Cala Radiata geworden ist. Wir laufen jetzt einfach doch mal hier einfach durch die Baustelle durch. Genau. Weil so wie es aussieht, kann man hier entlang laufen. Hier noch. Viel zu. Doch alles zu. Alles. Wer will hier auch gerade aufmachen? Guck mal hier. Krass, guck mal, die ganzen Restaurants hier haben alle zu. Euphoria, Maria. Können ja auch alle nicht aufmachen, weil hier kann ja keiner sitzen, keiner laufen. Hier kommt da kein Mensch her. Ja gut, wir haben ja noch Winter. Noch Winter. Und denk mal ab April. La Bodeguita auch noch zu, logischerweise. Ja, die können nur hoffen, dass sie bis April fertig werden. Aber gut, hier sieht es wiederum so aus, als ob das natürlich auch vielleicht sogar klappen könnte bis April. Ja, das glaube ich auch. Ja, also muss ja eigentlich nur noch Teer drüber gemacht werden. Ja. Ne? Hier könnte das vielleicht sogar funktionieren. Ja, absolut. Dass es fertig wird. Mhm. Ja. Noch etwas Abendstimmung hier vom Coco Beach. Klar.
kleinen Sonnenuntergang. Kleinen Sonnenuntergang da hinten, genau. Ja. Gerade habe ich schon zu Sandra gesagt, toller Strand hier. Aber wie zu das Coco Beach heißt es, gell? Ja, Coco Beach Club. Ja, Coco Beach Club sieht aus, also siehst, das ist also Wahnsinn im Winter. Wieder aufmacht, ja. Oder? Aber ich denke mal, das ist einfach nur winterfest gemacht. Und da sieht man wieder den Unterschied zum Sommer, wenn dann offen ist und die Stimmung da ist und jetzt, wenn Winter ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Da saßen wir noch letztes Jahr ein, zweimal. Ja, ja. Ja, da wird man auch dieses Jahr wieder ein, zweimal sitzen. Hier in der Haupteinfahrtsstraße nach Cala Ratjada. Ja, hat natürlich auch noch alles zu. Ich bin echt gespannt, ob die es schaffen, bis 1. April, bis Anfang April, bis Cala Ratjada aufmacht, vorne in der ersten Linie die ganze Strandpromenade hinzubekommen, dass da wieder offen ist. Man kann wohl nur mal ganz schwer die Daumen drücken, weil für die Geschäfte, für die Gastronomie in der ersten Reihe von der Strandpromenade wäre es, glaube ich, fatal, wenn die nicht bis dorthin aufbekommen. Ja, es gibt sogar einen Laden. Also ein bisschen was hat dann doch immer auf. Jetzt kommen wir da gleich noch zu den bekannten Diskotheken und Läden hier in Cala Ratjada. La Santa. Hier vorne dann das Bolero. Also das Quintessenz bleibt zu sagen, so viele Läden zu vermieten, wie jetzt dieses Jahr im Winter, habe ich in Cala Ratjada noch nie gesehen. Bin gespannt, wie dann die Strandpromenade aussieht, wenn wir mal im Sommer kommen und es ist alles gerichtet. Denke mal, die wird richtig schön. Wenn die wirklich dann fertig gemacht ist, dann werden die Geschäfte sicherlich davon profitieren. Im Moment müssen sie die Zeit rumbringen, bis sie gemacht ist, aber dann wird es bestimmt toll. Bolero im Winterschlaf, Physical im Winterschlaf. Und natürlich das Chocolate, auch im Winterschlaf. Und im Sommer steppt dann wieder der Bär in diesen Lokalitäten her. Pinienplatz. So die aktuellen Eindrücke hier aus Cala Ratjada. So, das war unser kleiner Rundgang durch Cala Ratjada. Yes. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Ja, ich bin satt. Genau, wir waren zwischendrin ja essen im Noahs, genau, mit Freunden. Genau. Denkt dran, nochmal die Aufforderung, abonniert unseren Kanal. Drückt yes. Die Glocke, bleibt dabei. Genau, vielen Dank, tuned. Dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Ciao. Ciao. Bye. Aua.